Hallo Schatzi. Guten Morgen. Wir fahren heute an die Ostsee, Rosenfelder Strand. Da ist ein schöner Campingplatz, der fast direkt an der Ostsee ist. Ja, wir treffen uns dann mit ein paar Freunden, machen wir uns einen schönen Tag. Vielleicht fahren wir noch ein bisschen Fahrrad. Ja. Das ist so unser Tag heute. Dann geht das los, ne? Dann geht das los. Okay. Auf geht's. Ja. So. Ja, hallo. Leider geht der Fahrradweg hier nicht weiter. Das ist alles noch kaputt. Aber hier vor uns ist ein schöner Strand. Ich muss mal gucken, wie ich euch da hinkriege. So geht das. Da ist Sönke. Ich mache wieder mal Blödsinn. Da ist die Seebrücke. Die heißt das hier jetzt Süßel? Ich weiß nicht. Süßau, genau. Das heißt hier Süßau. Die Brücke ist heile. Die Häuser sind alle nass geworden von der Sturmflut im Herbst. Schönes Meer. Schönes Wetter. Ja. Wunderbar. Wir machen hier eine Fahrradtour. Aber wir müssen gleich über die Straße wieder zurück, weil der Weg hierher war schon durch einen dicken, fetten, matschigen, abgeholzten Wald. War nicht so schön. Ich entschieden, das mache ich nicht mit dem Fahrrad. Auch nicht mit meinen Schuhen, da brauche ich Gummistiefel. Na? Hier. Wird schon müde. Läuft schon da weiter rüber. Ja. Du hast ja auch erst da gestanden. Schluss, aus! Nein, die Wilden! Sitzt nur ein Furz quer, glaube ich. So, geht weiter. Und jetzt guckt sie. Was? Sie guckt? Oh, der würde auch in den Kühl. Der würde gerne mit den Kühl. Oh. Das ist fein. Ja, ne, bleibt so drin, ne? Jetzt fahren wir weiter. Wo fahren wir jetzt hin? Da. Ich heul schon. Wie heißt der Campingplatz? Der heißt Rosenfelder Strand. Rosenfelder Strand. Das hört sich gut an, ne? Und da ist kein Schild gewesen unterwegs, dass es da irgendwo was gibt. Nee, das, ne? Genau, das wir sind jetzt von Süßau Richtung gekommen und haben kein Schild gesehen. Nee, dass es da noch zum Campingplatz geht oder so, ne? Ja, okay. Macht ja nichts. Gut. Wir fahren jetzt weiter. Ja. Oha. Ich glaube. Huch, was ist das? Ob die jetzt auch im Winter da sind? So, wir sind jetzt hier gleich auf unserem Campingplatz, Rosenfelder Strand, Ostsee Camping. Hier könnt ihr spazieren gehen zum Strand. Hier ist die Fähr- und Entsorgung. Frischwasser gibt es hier. Und dann hier Kassettenreinigung mit EC-Karte. Mhm. Ist das EC-Karte? Ne, die Servicekarte. Hier die. Ah, ja. So, dann habt ihr hier den Schwarzwasser. Hier kommt ihr an euren Bezahlautomaten. Kreditkarte. Der hat keine Münzen. Und wenn ihr dann eure Karte habt, dann haltet ihr sie hier vor die Geräte. Und dann könnt ihr rein und rausfahren, wie ihr wollt. Ne? Auf der anderen Seite gibt es das Gegenstück zum Rausfahren. So. Und da stehen wir. Hervorragend. Mit dem Blick auf die Ostsee. Guckst du? Ich kann nur 10 Kilometer weiterfahren. Ja, richtig. Jetzt kommt die Sonne immer mehr durch. Ja, ich komme auch mal in die Sonne. Ja. Du, wie machen die das denn im FKK-Campingplatz? Nee, weiß ich nicht, stellen sich auch in die Sonne. Haben die jetzt was an? Ja. Oder ist geschlossen. Aber da sind doch ganz viele Wohnwagen. Ja, aber das können ja Dauerplätze sein. Aber die haben doch trotzdem Schal um, oder? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ein Schal. Schal, genau. Und der Schal ist so groß wie der ganze Körper, ne? Ja. Wo kommst du her? Wer? Na du! Mit wem rede ich denn? Weiß ich doch nicht. Mit dem Hund, wa? Ja, weil du hast mich noch nie gefragt, wo ich herkomme. Ach so. Ist das Wasser denn schon heiß für Kaffee? Ich war gestern schon hier. Ja, richtig. Ist das Wasser schon heiß für Kaffee? Nee, hat doch noch nicht. Plopp, hast einen Knopf überhaupt runtergemacht. Ja, es ist schon längst heiß. Echt? Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Warum stellst du mir dann so komische Fragen? Wieso kannst du nicht mal antworten? Warum? Ja, ich bin gar nicht drauf gewesen. Ich bin beschäftigt. So, liebe Leute. Hier könnt ihr was sehen. Hier gibt es Auslauf für Hunde. Der Hund kann laufen und der Mensch kann sitzen. Gibt es extra Beute und extra Mülleimer. Oh nein. Könnt ihr hier rein und raus gehen. Das ist sogar mit so einer kleinen Schleuse da. Könnt ihr da rein und raus gehen, ohne dass da ein Hund abhaut. Oder Vorzwinger. Mal sehen, ob hier noch woanders ein Ausgang kommt. Nein, keine weitere Tür. Also Eingang ist immer an derselben Stelle. Ausgang ist auch an derselben Stelle. Guckst du? Ist ganz viel Platz für Hund. Natürlich muss der Hund sich das teilen. Hund, bist du zufrieden? Bist zufrieden, ne? Ja. Mal gucken, ob wir einen Stock finden. Habe ich noch einen Stock für dich? Und bring! Oh. Hund, bring! Nun lauf! Ich glaube, ich kann nicht hundisch. Ja, da ist das Teil. Hier. Oh. Hast keinen Bock, ne? So, dann komm mit. Wir gehen wieder raus. Guck mal, hier sind noch schöne kleine Stöcker. Guck mal hier, so schöne Steine, kleine Stöcker hier. Guck mal, hier ist er. Wo rennst du hin? Hund. Hier ist der Stock. Hier ist der Stock. Aua. Ah. Vorsicht, Vorsicht, nicht mich beißen. Ah, jetzt bin ich gebissen worden. Ah, du spinnst ja wohl, du doofer Hund. Oh, guck mal hier, ganz großer Stock. Ein ganz großer Stock hier. Ah, hier ist ein ganz großer Stock. Oh, ja, ja. Wo ist der Stock? Hier ist der große Stock. Nimm den Stock. Jetzt hast du ihn, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Aus, mach klein das Ding. Jetzt kann ich den werfen, jetzt kann ich den werfen. Hier ist er. Bring. Oh, jetzt muss ich ihn auch selber holen. Hier. Und hopp. Bring. Oh, immer noch nicht. Hier, das ist er. Ich habe ihn wieder gefunden. Kein Loch. Es gibt hier kein Loch raus. Du bist eingesperrt. Nichts zu finden, wa? Hier. Ja, ja. Hier. Fein! Ohoho, fein! Aus! Nein, nein, nein! Aus, aus! Bring! So ist fein! Aus! Ja! Bring! So, fein! Jetzt kannst du das! Oh, no, nicht kaputt machen! Aus! Sitz! So ist feiner Hund. Nein, nein, sitz. Sitz. So ist fein. Ah, bring. Hier. Gut, so ist fein. So. Schluss. Aus und sitz. Ja. Nein, nein. Achtung. Achtung. Bring. Ja, 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 ja. Und jetzt darfst du es kaputt machen. Jetzt darfst du es kaputt machen. Zeig mal, bist du ein Hund? Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Los, mach ihn kaputt. Kaputt machen. Kaputt. Ja. Los. Mach ihn kaputt. Ah, oh. So, komm, jetzt ist Schluss hier. Wir gehen weiter. So. Hier wäre dann einmal der Schleusenbereich. Die Tür, die selbstständig zugehen soll. Und einmal durch. So. Hier geht es weiter. Auch eine schwere Tür, die von alleine wieder zugeht. Hey, bleib doch hier auf dem Weg. Zurück. Und hier längs. Komm. So, hier ist einmal der Platz in der Übersicht. Wir stehen zurzeit hier unten im unteren Bereich. Es sind ungefähr 36 Stellplätze. Ja. Das Ganze ist schön aufgebaut. Die Plätze haben einen festen Untergrund mit Rasengittersteinen und daneben ist dann halt eben eine kleine Wiese, so für den Wohnmobilstellplatz. Hier ist nicht nur Wohnmobile, sondern auch Camping möglich. So, dann ist hier im vorderen Bereich ist einmal ein kleiner Spielplatz. Die anreisenden Fahrzeuge stellen sich dann hier vorne hin, melden sich an. Im Moment ist das nicht möglich, weil ja geschlossen ist, aber hier gibt es dann dieses Schrankensystem. So. Ja, in dem einen Waschhaus habt ihr Zugang mit der Karte, die Servicekarte. Dann könnt ihr hier rein und raus. Ich habe gerade keine Karte da. Laufe ich noch einmal rum. Wollen wir mal sehen. Hier ist kein Eingang. Ich glaube, ich bin verkehrt herumgelaufen. Aber man kann ja mal rumlaufen. Okay, hier ist kein Chemieklo. Hier wäre das. Hier können die Hunde sich duschen. Und hier wäre dann auch noch einmal das zum Entleeren. Aha, ja, okay. Dann haben wir hier Duschen. Siehst du, wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. Jetzt bin ich gleich einmal rundherum. Ich habe ja keine Karte mit. Mache ich einfach mal so einen Blick rein. Also hier ist Waschmaschine, Wäschetrockner und so etwas. Dann geht das da ins Waschhaus. Okay, kann ich leider gerade nicht rein, ich habe keine Karte da. Und auch hier gibt es einen kleinen Spielplatz. Ihr könnt die Hunde hier anleihen. Ist doch wunderschön. So, ich bin hier in dem Abwaschbereich. Hier in der einen Ecke gibt es eine Mikrowelle und sogar ein Herd. Ihr müsst hier eine kleine Münze reinschmeißen, 50 Cent. Und dann habt ihr für 30 Minuten etwas zum Kochen. Gut, und soweit ich hören kann, wird hier sogar leise Musik gespielt. So, hier ist die Abwaschmaschine mit Bügeleisen, alles da. Hier gebt ihr eure Münzen rein. Ja, dann könnt ihr hier natürlich auch auf eure Wäsche warten. Dann haben wir hier Badezimmer. Wow, das sieht aber schick aus hier. Einmal eine Dusche mit Vorraum und anschließend alles gut. Das ist ja wunderschön. So, als erstes, wenn man hier reinkommt, hat man den Toilettenbereich. Alles schön, sauber, ordentlich. Im Winterzeit sind hier einige besetzt, also verschlossen. Alles, was man braucht, vorhanden. Waschbereich. Dann geht es in den Duschbereich. Auch alles reichlich vorhanden hier. Gehe ich mit euch nochmal raus in den Vorraum. Ein Aushang. Gucken wir mal, ob wir die Raum rein können. Ja, alles vorhanden, was man braucht. Drüben geht's in den Herrenbereich. Hier wird gezeigt, wie der Deich gebaut wurde. Leider ist das schon alles wieder kaputt. Gibt es noch den Bereich mit der Waschsalon. Alles vorhanden. Ja, mit Wäscheschleuder, wenn man das mit der Hand spülen möchte. Mit dem Kinderbad. Gucken wir schnell rein. Ach, das ist ja ordentlich gemacht. Eine kleine Duschecke. Auch hier nochmal richtig witzig gemacht. Schöner Kinderbereich. Wahrscheinlich eine kleine Toilette. Ach, wie niedlich. Das ist hier süß. Also ist an alles gedacht. Kleiderhaken, kleine Waschbecken. Supi. Moin, kennt ihr auch das Problem? Eure Frau hat das Essen aufgetaut und merkt dann, oh, das ist Grillfleisch. Ja, und was macht man denn? Natürlich, man macht den Grill an. Ja, und wo hat ein Camper seinen Grill? Hinten im Fahrzeug. Und ich habe ihn schon aufgebaut. Der Scotty steht hier schon und wartet drauf, dass das Fleisch kommt. Ist ein bisschen schwer. Kameraeinstellung. Ich bin nämlich hier draußen im Dunkeln, habe mich vor das Fahrzeug gehängt und habe ein bisschen Scheinwerfer mir ans Fahrzeug gehängt. Das ist halt eben so, wenn man abends auf die Idee kommt, doch nochmal den Grill anzuschmeißen. Aber für diese Jahreszeit, naja, wir haben gerade mal klaren Himmel, es ist ungefähr 0 Grad zu erwarten, der Mond ist schön zu sehen, ansonsten, es ist ruhig hier, man hört so ein bisschen. Vielleicht kommt ja noch ein Wolf vorbei. Ich glaube, ich muss beim Fleisch bleiben, sonst ist es gleich weg. Wir werden gleich mal sehen. So, der Scotty ist an. Ich habe das Fleisch bekommen. Jetzt legen wir mal was drauf. Wie der schon zischt. Das ist nicht die Kälte, das ist die Hitze. Oh, da ist noch ein Stück drin. Oh, verdammt. Wer soll das denn alles essen? Das ist ja Essen für eine ganze Kompanie. Verdammt. Schnell, schnell. Das große Ding. Ja, das passt da noch hin, ne? Jetzt heißt es abwarten. So, das Fleisch ist fertig. Kartoffelgratin gibt es dazu. Und dann machen wir uns das schön gemütlich und futtern erstmal was. So, guten Appetit. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Echt lecker. So, das ist unser Abendessen. Richtiges Sommergrillwetter. Draußen ist klare Luft, der Mond scheint. Wir haben, glaube ich, an die 0 Grad. Aber ansonsten ist das Essen sehr gut geworden. Ein wunderschöner guter Morgen. Die Sonne geht auf. Ja, ich habe das soweit alles eingepackt. Nun fehlt mir aber noch mein Dach. Kam noch ein Regenschauer dazwischen. Dem warte ich halt eben ein bisschen noch. Ich sitze halt eben hier noch ein bisschen und beobachte, wie viele Fahrzeuge doch zum FKK-Strand fahren. Oder ist das FKK-Camping? Naja, Es sind doch reichlich Fahrzeuge, die da hinfahren. Vielleicht sollte ich da auch mal hinfahren. Ja, also ich genieße nochmal den Ausblick, bevor wir hier wegfahren. Ist ja recht schön hier. Sieht schier aus. Rasen ist gepflegt. Man steht hier auf festem Untergrund. Ja, wir bezahlen jetzt im Moment 20 Euro für die Übernachtung. Ich glaube, in der Saison wird das hier bestimmt teurer sein. Ja. Heute Morgen gab es ja noch einen schönen Sonnenaufgang. Ist jetzt alles ein bisschen durch Wolken, ein bisschen verdeckt. Ich kann ja noch mal zeigen. Vielleicht sieht man das ja. Nein, ich glaube, das sieht man nicht. Einmal ein Rundumblick. Ist alles nur ein bisschen grau, man kann nicht weit gucken. Aber ich habe ja noch ein Dach über dem Kopf. Ja, somit verabschieden wir uns. Hinterlasst uns noch ein Abo. Drückt den Daumen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.